Ja, hallo liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau zur Mitteldeutschen Zeitung. Bevor ich jetzt auf die Berichte der letzten Woche eingehe, will ich etwas sagen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Und zwar bin ich entsetzt über die Offenkundigkeit des Wahlbetrugs, der dort geübt wurde. Vor aller Augen wurde eine Wahl, die zugunsten von Donald Trump ausging, in letzter Minute ja mit Taschenspielertricks, mit aus dem Nichts herbeigezauberten Briefwählerstimmen gedreht. Deshalb wünsche ich Donald Trump viel Glück bei seinen Klagen, bei den Gerichtsprozessen, und er hat gut daran getan, die Marionette oder besser gesagt die Mumie des tiefen Staates Joe Biden nicht anzuerkennen. Ja, und die MZ-Berichterstattung dazu, darauf will ich nicht eingehen, weil das ist ja nichts Besonderes. Das ist das wirklich das Übliche, aber so sehr das Übliche, dass man auch wirklich überhaupt keinen Ansatzpunkt findet. Also Trump-Bashing, das so langweilig ist, dass selbst ich nichts finde, worauf man eingehen kann. So, das jetzt dazu, und jetzt zu den Berichten der letzten Woche. Da soll es jetzt um drei Themen gehen, und zwar einmal die Konstruktion der Gefahr, ja, die Fiktion einer der Gefahr, die von Corona ausgeht, dann der Umgang mit den islamischen Extremisten, also in der Presse, wie die Presse darüber schreibt, und am Schluss, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ja, wie soll ich sagen, eine ganz erfrischende Kritik an der Gleichstellungspolitik in Sachsen-Anhalt aus dem Ministerium für Justiz und Gleichstellung selbst. So, jetzt zu dem dazu, wie aus Corona eine Gefahr gemacht wird, wie hier eine Gefahr konstruiert ist. Der Bericht steht in der Wochenendausgabe 7.8. November auf Seite 2. Haben wir also einen ganzseitigen Bericht über den Klinikalltag und wie die Kliniken mit Corona umgehen. Ja, das habe ich erlebt. In Anführungszeichen ist ein Zitat, da wird ein Arzt interviewt, Professor Thomas Hachenberg, Intensivmediziner. Die Frage, auf die er da antwortet, ist die Frage, und das ist schon entlarvend: Haben Sie erlebt, wie jemand an Covid-19 gestorben ist? Und sagt er, ja, das habe ich erlebt. So, ja, so fragt man nach einem besonderen Ereignis. Also, haben Sie schon mal einen Vulkanausbruch erlebt? Oder haben Sie schon mal erlebt, wie der Blitz vor Ihnen eingeschlagen ist? Und dann kann man sagen, ja, das habe ich erlebt. Und genauso wird der hier gefragt, haben Sie erlebt, wie jemand an Covid-19 gestorben ist? Weil das eben kaum jemand erlebt hat, ja. Und dann, ja, sprechen die Zahlen hier, die hier genannt werden, die Fakten in diesem Interview, die sprechen eine andere Sprache. Also, die legen nahe, wie ungefährlich dieses Virus nun eigentlich ist für uns und für unsere Nation. Zurzeit sind in Sachsen-Anhalt 712 Intensiv- und Beatmungsbetten belegt, 29 von Covid-19 Patienten, ja. Alle anderen liegen da wegen was anderem, und 279, also fast zehnmal so viele Betten, sind noch frei. Das heißt also, die Infektionszahlen könnten sich auch verzehnfachen und die Welt würde nicht untergehen und wir hätten noch genug Betten für Intensivpatienten. So, das sind die Fakten, die aber natürlich nur durchschaut, wer so ein bisschen rechnen kann, was auch immer weniger Schülern beigebracht wird. Und dann hat man auf der anderen Seite, auf Seite 3, frischer Wind im Klassenzimmer, da wird dann dargestellt, was man alles tun muss gegen Corona. Alle 20 Minuten lüftet Lehrerin Nadine Kutzner den Klassenraum, eine Schulleiterin jammert, das alles ist unglaublich anstrengend, ja, aber das steht so in Beziehung zueinander, das hier ist notwendig, weil es hier so schlimm auf den Intensivstationen aussieht. Wobei dieser Eindruck wirklich nur dadurch entsteht, dass auf diese wenigen Fälle der Fokus gelegt wird. Also die selektive Aufmerksamkeit, damit arbeitet die Presse. Man könnte aus jeder anderen Infektionskrankheit genau das Gleiche machen, wenn man die Aufmerksamkeit auf diese Fälle richten würde. Es ist nur sozusagen die Aufmerksamkeitsdosierung mit Hilfe, ja, dieser Methode wird also Corona aufgebauscht zur Killerseuche. Das dazu, jetzt zu den islamischen Extremisten. Erst im Gefängnis, dann Islamist.
Ausgabe 5. November, Seite 5. Ja, es hat sich ja jetzt gehäuft, zuerst in Dresden, dann jetzt in Wien, ein islamistischer Anschlag. Und in beiden Fällen handelt es sich um ehemalige Gefängnisinsassen. Und schuld ist jetzt natürlich das Gefängnis. Erst im Gefängnis, dann Islamist. Da kommt ein Psychologe zu Wort. Ahmed Mansour heißt der, gleichzeitig Islamexperte und Psychologe. Welch eine wirklich erschlagende Doppelkompetenz. Da erstarren wir vor Ehrfurcht und glauben alles, was aus seinem Munde geht. Und der sagt, ja, es geht nicht nur um die Islamisten, die entlassen werden, sondern es ist auch so, dass das Kleinkriminelle ins Gefängnis raus und dann als Islamisten wieder, also ins Gefängnis reinkommen und als Islamisten wieder raus. Also die Lehre davon sperrt überhaupt niemanden mehr ein, überhaupt kein Moslem, weil im Gefängnis wird er ja radikalisiert und wird zum Islamisten. Nötig sei eine flächendeckende Präventionsarbeit, steht hier. Und zwei Spalten weiter werden wir darüber informiert, dass der 20-jährige Syrer, der also in Dresden die Messerattacken verübt hat, dass der ein Deradikalisierungsprogramm durchlaufen hat, das also ganz offenkundig nichts gebracht hat. Na, ist doch klar, der will raus, der erzählt denen alles, was sie hören wollen. Und die gutgläubigen Sozialarbeiter und Psychotherapeuten, ja, multiprofessionelle Teams, die da im Stuhlkreis um ihn herum sitzen, die glauben alles und dann bekommt er seinen Persilschein und darf gehen. So kann es nicht mehr gehen. Was man hier braucht, sind zwei Dinge. Einmal konsequente Abschiebung und dann natürlich Sicherungsverwahrung. Wir müssen dahin kommen, islamische Terroristen, ja, so ähnlich wie ja, psychisch kranke Kinderschänder, in Sicherungsverwahrung zu nehmen nach Verbüßung der Haftstrafe, weil von ihnen eine Gefahr ausgeht und weil man ihnen auch nicht glauben kann. Ja, oder sie konsequent abzuschieben, aber davon ist hier in diesem Bericht nicht die Rede und davon ist auch im Kommentar nicht die Rede. Das Ganze wird kommentiert. Auf Seite 6, Markus Decker kommt zu Wort, Extremismus tobt an vielen Fronten. Hier ist wieder interessant, immer wenn es um islamischen Extremismus geht, dann wird sofort die Abstraktion vollzogen hin auf Extremismus. Und wir sprechen von Extremismus generell. Wenn es allerdings um rechtsextremistische Taten geht, dann wird dieser Schritt nicht vollzogen, sondern dann bleiben wir beim Rechtsextremismus und wir lassen sogar den Extremismus weg und sprechen nur noch von rechts und rechter Gefahr völlig undifferenziert, während man bei islamischem Extremismus also sozusagen den Entlastungsschritt unternimmt und dann nur noch generell über Extremismus spricht. Der Markus Decker redet auch sehr viel Blödsinn und zwar sagt er zuerst in seinem Kommentar, ich zitiere, dass Deradikalisierungsprogramme wirken, ist nicht sicher. Die jüngsten Fälle in Dresden und Wien belegen dies leider eindrücklich. Nee, um es ganz genau zu sagen, diese Fälle belegen, dass diese Deradikalisierungsprogramme nichts bringen und das ist unsicher. Ja? Aber zumindest er zweifelt dran, also ist sich im Unklaren, ob diese Programme was bringen. Und dann sagt er, gleichwohl gibt es zu ihnen keine Alternative. Ja, was soll denn der Blödsinn? Wenn sie nichts bringen, wieso gibt es keine Alternative zu ihnen? Solche Programme sind jedenfalls weniger personalaufwendig und damit weniger kostspielig als der Versuch, Gefährder rund um die Uhr zu überwachen, sagt Markus Decker. Also wir sollen lieber weniger Geld, weil es halt weniger Geld ist, in nutzlose Deradikalisierungsprogramme stecken, als etwas mehr Geld in die, naja, doch zumindest wirkungsvollere Überwachung. Unsinn! Was wir brauchen ist, wie ich schon gesagt habe, konsequente Abschiebungspolitik, natürlich auch eine strenge Einwanderungspolitik und dann die Sicherungsverwahrung für islamische Gewalttäter nach Verbüßen der Haftstrafe, damit die Allgemeinheit vor ihnen geschützt bleibt. So, das dazu und jetzt noch zum Schluss kurz zu einem Kommentar, also einer Kritik aus dem Innenministerium. Da hat nämlich einer über, also Frauenfeind pöbelt im Justizressort, Seite 2, Mittwoch, 4. November 2020, da hat er das Gleichstellungsreferat als überflüssiges Drecksreferat bezeichnet. Ja, finde ich lustig, dem kann ich mich anschließen, finde ich gut. Es ist nämlich das auch überflüssig, kreuzüberflüssig. Wir brauchen keine Gleichstellungspolitik, wir haben Gleichberechtigung schon lange und ich finde es gut, dass aus dem Ministerium selbst solche Stimmen kommen. Ja, die Ministerin tobt natürlich, sie will ihn anzeigen. Ich hoffe, sie hat damit keinen Erfolg. Rechtlich relevant ist das nicht, was er gesagt hat. Ich versichere ihm hiermit meine Solidarität und damit bin ich für heute am Ende. Macht's gut, bis nächste Woche.